Ja, servus liebe Shisha-Freunde, willkommen zum neuen Video von einem Smokebuster-Stream. Wunderschöne Grüße aus Oberfranken. Ihr habt's gelesen, wir werden heute mal Shisha rauchen mit Bier. Und ne, hier steht schon da die gute Patrone bereit, also eigentlich ist es schon zu schade, um es in die Bier zu schütten, in die Bowl zu schütten. Das ist nämlich gutes Gambertbräu, also Förster Pilz hier aus der Region. T3. Das ist sogar T3 aus dem Tank 3, das ist das Beste von allem. Das ist ein richtig schön würziges Pilz. Und deswegen haben wir gedacht, na, wenn wir vielleicht ein bisschen Biergeschmack mit rausholen wollen, nehmen wir was richtig Würziges, dass wenn, dann soll es richtig nach Bier schmecken. Genau, also wir haben keine Ahnung, ob das schon mal jemand auf YouTube gemacht hat. Also es gibt ja mittlerweile so viele Videos mit in die Bowl reinschütten. Aber da wir Franken sind und auch schon gern mal Bierbuster genannt werden, ne, haben wir gedacht, probieren wir es einfach mal aus. Ich will wissen, wie das jetzt ist, wenn man Bier in die Bowl reinschüttet. Ja, kleine Vorabinfo noch, bevor wir das Ganze machen. Wir werden versuchen, das Ganze ein wenig zu schütteln, beziehungsweise, dass die Kohlensäure ein wenig rausgeht, weil erstens ist es mit Kohlensäure unangenehm und zweitens, glaube ich, auch nicht so gesund mit und Kohlensäure. Erstens, zweitens, erstens, außerdem wird es wahrscheinlich auch hier schön rausschäumen. Ja. Also es könnte richtig eklig werden, auch im Schlauch, aber Bier, es ist Bier und Bier sind Bier im Endeffekt. Es reimt sich sogar. Es reimt sich Bier. Und das ist die Wahrheit und deswegen probieren wir das heute mal aus. Genau, bevor ich es jetzt gerade live reinschütte, das Bier wahrscheinlich, wenn wir es im Zeitraffer machen, wir rauchen oben drinnen Squeeze-Paste, das ist Minze, Traube, Gurke. Und dazu haben wir noch Alfaka Traube Bromberg gemischt. Also eigentlich was Süßes, passt eigentlich null zum Bier, aber wir werden es ausprobieren. Bier ist auch. Wir haben jetzt hier einmal ein Maßkrug, also ein Liter Bier und hier ein Seidler, wie man es in Franken, der halbe, also halbes Bier. Seidler! Ich habe jetzt extra die Dinger geholt, dass wir quasi ein wenig hin und her schütten können und die Kohlensäure rausschütten, weil sonst könnte das, wie Tobi schon gesagt hat, unangenehm werden. So Freunde, jetzt passt es in den Seidlerkrug rein. Schaum ist eigentlich fast keiner mehr da, beziehungsweise nur noch oben, wenn ich überlege, wie viel Schaum es war, vor mir hin und her schütten. Und jetzt füllen wir den Spaß mal in die Bowl, hoffentlich ohne große Sauerei. Ja Freunde, wir haben gerade festgestellt, ein Bier reicht leider nicht ganz, deswegen haben wir noch ein gutes Meinelbräu hier aus der Region, aus Hof. Ein schönes Pilz, nicht ganz so kräftig würzig wie das Gambert, aber trotzdem ein sehr gutes Bier. Wir werden jetzt nur die Hälfte da reinschütten zum Hin und Her wechseln, weil wir wollen ja natürlich kein Bier verschwenden. Ja Freunde, jetzt wissen wir auf jeden Fall, in die Blackjack Bowl passt ein Viertel Bier. Ne? Also wir haben jetzt noch drei Viertel Bier übrig. Ne? Tobi und ich werden uns das jetzt noch gar nicht zwitschern, weil Bier ist Verschwendung. Ja, der Tobi reißt es mir schon aus der Hand. Ich kann nicht, weil noch keine 21 und... Tja, unser Küken, das ist leider noch keine 21. Geil. Nehmen wir erstmal Schlückle, bevor wir den Spaß probieren. Jetzt habe ich eh schon Biergeschmack im Mund, ne? Ja. Ich noch Bierpfeife. Biergeschmack in der Lunge. Ich wag es mal. Es hört sich auf jeden Fall schon mal gut an. Es schäumt. Das sieht komisch aus. Das sieht echt auch komisch aus. Wahrscheinlich haben wir gleich ein bisschen Schlauch im Wasser. Beziehungsweise Wasser im Schlauch für euch. Machen wir erstmal die Runde. Kommt mal ein Biergeschmack durch. Er ist immer noch im Mund. Schmeckt irgendwie echt anders. Aber wir haben jetzt ein bisschen Schaum im Schlauch. So Freunde, da sind wir wieder, weil wir hatten gerade das Problem mit Aquaplaning. Also wir hatten Wasser im Schlauch, beziehungsweise Bier oder Schaum. Ja, ihr seht es vielleicht jetzt noch, es schäumt ganz leicht hoch. Das war gerade richtig extrem. Ich glaube, ich habe locker 10-mal den Schlauch ausgepustet, weil da Bier drin war. Also ihr seht es, es läuft immer noch was runter. Das ist das Problem am Bier, man muss es vielleicht ein bisschen mit Wasser mischen. Aber wir haben jetzt reines Bier genommen, deswegen schäumt das Ganze nach oben. Aber wir rauchen das Köpfchen erstmal wieder an, weil es war jetzt ein wenig länger gestanden während des Bierumfüllens. Und dann schauen wir mal, ob das Ding nach Bier schmeckt oder was es am Geschmack verändert hat. Ja, wir haben jetzt noch ein paar Züge gemacht. Wir haben jetzt auch nochmal den Deckel auf dem Kalut drauf, dass die Hitze noch ein bisschen staut, weil der Kopf schon ein wenig länger an ist. Rauchtechnisch bzw. rauchverhaltenstechnisch als allererstes mal, es ist komisch durch den Schaum.
Es ist ein leichtes Kratzen, Brennen mehr im Hals, liegt an der Kohlensäure, gehen wir jetzt mal stark davon aus. Das ist noch ein bisschen. Ich glaube, das liegt am Alkohol. Weil wenn du Wodka rauchst, brennt es richtig krass im Hals. Ja, wenn du Alkohol hast, bei der Bier sind es nur 5%, deswegen wahrscheinlich nur leicht. Also sehr dezentes Kratzen, Brennen, wie auch immer im Hals. Geschmackstechnisch muss ich sagen, es ist nicht wie wenn man Bier trinkt. Es ist eher wie wenn man Bier riecht, was so mit leicht durchkommt. Also sehr minimal. Keineswegs intensiv. Wir haben immer noch das Problem, dass immer mal ein bisschen Schaum bzw. ja, Bier im Schlauch ist. Was ja eigentlich ganz gut ist, weil wenn es dann zum Mund kommt, ist es halt ohne Kohlensäure zum Trinken. Deswegen ist es wieder eklig. An und für sich sieht das Ganze auch echt pissgelb aus. Also es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig vom Optischen her. Boah, jetzt kommt aber ein richtiger Biergeschmack durch, ey. Jetzt kommt der Geschmack. Schmeckt das schon gut nach Bier. Gleich einmal testen, du. Also nur zur Info, wir haben keinen Biertabak drin, ne? Nein, wir haben immer noch Traube, Gurke, Minze drin, also wirklich was, wo eigentlich Bier überhaupt nicht dazu passt, aber eigentlich kein Bier passt zu allem. Gurke, also was kann ich sagen, also der größte Nachteil ist einfach das Schäumen, das muss man einfach nur noch mit Wasser mischen, aber ansonsten, wie gesagt, warum soll es auch anders sich rauchen lassen? Die Flüssigkeit in der Shisha ist nicht, wie manche denken, zum Filtern, sondern wirklich rein nur zum Kühlen. Und ich muss sagen, es kommt auf jeden Fall ein Biergeschmack durch und es ist, wie gesagt, so ein komisches, kratziges Gefühl im Hals. Es kommt, wie schon wahrscheinlich schon gesagt, entweder durch die Kohlensäure oder durch den Alkohol, wahrscheinlich die Kombination aus beiden. Weil bei Wodka, das kann man fast gar nicht rauchen, es kratzt im Hals wie die Sau, das ist übelst ekelhaft. Aber es macht nicht betrunken, also ihr könnt da jetzt nicht 10 Bier-Shishas rauchen, es macht nicht betrunken, genauso wie wenn ihr Wodka reinschmeißt. Viele Leute sagen, ja, sie waren dann übelst besoffen, das ist einfach nur Kopfsache, das ist einfach ein Placebo-Effekt. Man kann davon nicht betrunken werden, weil der Körper... Wenn man es mit Glühwein macht, schon, da verdampft der Alkohol. Da verdampft der Alkohol, bei Glühwein vielleicht schon, weil der Alkohol verdampft. Aber hier bei einer kalten Flüssigkeit kann es nicht passieren. Es fühlt sich zwar kacke an und viele Leute denken, sie sind betrunken wegen Placebo-Effekt, aber bei kalten Getränken, wo der Alkohol nicht verdampft, wie soll ein Körper ins Blut geraten? Man trinkt ihn nicht, man atmet in die Lunge und atmet es wieder aus. Da verdampft nichts. Ne? Deswegen, wie gesagt, die Flüssigkeit ist nur zum Kühlen da. Ja, tatsächlich schmeckt mir jetzt ein bisschen mehr Bier raus. Es ist ein bisschen, es ist okay. Es ist wirklich herbe Note, meiner Meinung nach. Genau. Ich muss aber wirklich tatsächlich sagen, zum Nachmachen würde ich es persönlich nicht empfehlen. Erstens wegen Gesundheit, zwecks Kohlensäure und so ein ganzes Zeug. Ja. Und zweitens wegen dem Schaum. Und drittens, es ist Bierverschwendung. Trinken statt rauchen. Ja, dann sind wir schon eigentlich am Ende vom Video angekommen. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Ihr wisst, Bier und wir, ne? Ja, vielleicht ist ja schon so, von wie der Tobi gesagt hat. Passt einfach zusammen. Drum, wenn ihr öfters mal vielleicht ein paar Experimente mit Bier sehen wollt oder allgemein mehr Sachen mit Bier. Zweitkanal. Lasst ein Däumchen da. Dann werden eure Bierpastas natürlich öfters Video dazu machen. Ja. Und da gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer Shisha ist kein Hobby, sondern Leidenschaft. In dem Sinne macht's gut, haut rein und Servus! Selber geht auch für Bier.